Hallo, du möchtest diese leere, tolle Jack Daniels Flasche gratis, jetzt schnell gratis bekommen? Dann abonniere gratis den Kanal von Tim Jacken und like das Video gratis für diese gratis Jack Daniels Flasche. Gratis. Hallo! Es geht mal wieder rundher, denn aktuell probiert man dich über YouTube-Werbungen zu scammen. Dazu weiß man jetzt, wer das Wahlplakat für Monte aufgehangen hat. Und es gibt erste Fotos vom Einbrecher, der in Montes Haus eingebrochen ist. Wilde Themen heute mal wieder, aber jetzt heißt es erstmal: Let go! The thing goes grrrr! Hast du schon mal so eine Werbung gesehen? Oder so eine? Oder so eine? Oder so eine? Ja, das ist aktuell eine Werbung auf YouTube, die super oft gespielt wird. Aber warum sage ich dir das? Naja, weil diese Werbungen hier ein kompletter Scam sind. Und ich glaube, jeder von euch diese Werbung schon mal mindestens einmal gesehen hat. Aber erstmal ein, zwei Schritte zurück. Worum geht's in der Werbung überhaupt? Naja, die Werbung verspricht dir halt, dass wenn du ein, zwei Sachen in so ein Formular einträgst, dass du einen Mini-Kühlschrank dafür gewinnen kannst. Ich werde euch zeigen, wie ihr einen solchen Mini-Kühlschrank kostenlos bekommen könnt. Ihr müsst lediglich dieses Video ansehen, meinen Kanal abonnieren, auf den Link in der Beschreibung unten klicken, ein kurzes dreiminütiges Quiz ausfüllen und auf der nächsten Seite die Lieferdaten eingeben. Was aber erstmal interessant zu sehen ist, es gibt 4 Werbungen davon. Auf 4 verschiedenen Kanälen. Der eine Kanal heißt John McCall, der andere heißt Daniel Shaw, dann ein weiterer heißt Huge Copper. Also sehr generische, aber englisch klingende Namen. Aber irgendwas ist da komisch, weil irgendwie hört sich die Stimme von den dreien einfach exakt gleich an. Also so klingt John. Hallo Leute auf YouTube. Ich habe tolle Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. So klingt Daniel. Ich wollte euch zeigen, wie ich diesen wunderbaren Mini-Kühlschrank durch das Schreiben einer kurzen Online-Rezension erhalten habe. Und so klingt Huge. Hallo Leute auf YouTube. Ich habe tolle Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Das ist natürlich eine und dieselbe Person. Und ich glaube, die Person, die das einspricht, hat nicht mal unbedingt was mit der Werbung zu tun. Sondern es klingt eher so, als wenn es irgendein random Sprecher von Fiverr wäre, der einfach einen Sunny dafür bekommen hat, einfach zwei, drei Sätze aufzusagen. Habe ich übrigens auch mal gemacht. Also der Dude am Anfang, den ihr gehört habt, war irgendwer von Fiverr. Dann abonniere gratis den Kanal von Tim Jacken. Mir ist nämlich noch was Weiteres aufgefallen, und zwar haben diese Videos echt viele Likes, obwohl das halt einfach nur eine dumme, stupide Werbung ist. Und die Kommentare unter den Videos sind, naja, ich sag mal, mehr als sass. Also die Kommentare unter den Videos sind zu 100% gekauft. Und ich glaube übrigens, die Kommentare sind so entstanden, dass jemand mit dem Google Auto Translator ein bisschen rumgespielt hat. Aber zu unserem Glück, weil sonst wären solche wunderbaren Kommentare niemals entstanden. Also wir haben hier Kommentare wie: Die Qualität des Kühlschranks ist unglaublich. Die Scharniere und alles sind fantastisch und es sieht auf meinem Schreibtisch fantastisch aus. Es war eins der einfachsten Dinge, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ich habe den Kühlschrank getestet und er kühlt sehr schnell und sehr gut. Die Idee, Rezensent zu sein, gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Ich habe nicht geglaubt, dass ich Rezensent werden würde. Also ich weiß ja nicht, was ihr für YouTube-Kommentare schreibt, aber diese Kommentare, ich sag mal, sehen auf jeden Fall ein bisschen gekauft aus. Minimal. Dazu haben wir gerade in den Kommentaren gelesen, dass viele behaupten, sie hätten den Kühlschrank schon bekommen, ne? Ist nämlich für den nächsten Punkt kurz wichtig, merken wir uns. Weil wir gehen nämlich mal weiter im Video. Dort wird halt gesagt, man müsste halt nur so ein Formular ausfüllen und dann hätte man die Chance, den Kühlschrank zu gewinnen. Ihr müsst lediglich dieses Video ansehen, meinen Kanal abonnieren, auf den Link in der Beschreibung unten klicken, ein kurzes dreiminütiges Quiz ausfüllen und auf der nächsten Seite die Lieferdaten eingeben. Ja, und dieses Formular habe ich ausgefüllt. Sogar mehrfach. Zuerst muss ich irgendwelche random Fragen beantworten, danach muss ich halt meinen Namen reinschreiben. Ich habe mich einfach Juan Son genannt und meine dritte Spam-E-Mail eingetragen. Und dann musste ich halt den Nutzungsbedingungen zustimmen, aber ich dachte mir so, nö. Den Bums lese ich mir jetzt erstmal durch. Und erstmal sehen wir eine wunderschön designte Seite. Beautiful. Und da steht da irgendwelchen Müll, keine Ahnung, bababa, langweiliges Zeug. Aber dann wird ganz gut spannend. Da steht nämlich, dass das Gewinnspiel bis zum 31.12.21 geht. Und die Gewinnermittlung, also wann gelost wird, wer halt einen Kühlschrank bekommt und wer nicht, ist am 19.01.2022. Aber erstmal Kommentare kaufen, die sagen, sie hätten den Kühlschrank schon bekommen. Daniel, so nicht. Das ist nicht ganz ehrlich. Okay, wir haben jetzt halt geklärt, dass der ganze Bums Scam ist. Aber was bringt denen der Scam überhaupt? Und dafür gehen wir mal ein bisschen ins Formular weiter. Denn neben meinem Namen wollten die auch direkt meine Adresse haben und auch meine Handynummer und auch wissen, was für eine Zahnzusatzversicherung ich besitze. Ist aber sogar tatsächlich wichtig, wenn man viel Monster trinkt. Naja, und hier ist aber ganz gut wichtig zu sagen, wenn ihr dort eure richtige Adresse eintragen solltet und eure richtige Handynummer, dann werdet ihr mit Werbung zugespammt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil als ich 18 war, bin ich mal auf so einen Shit tatsächlich reingefallen. Ist peinlich, I know, aber
wollte sagen, ich war mal jung und dumm, aber ich bin immer noch jung und dumm. Auf jeden Fall habe ich fast daily Anrufe bekommen von irgendwelchen Keks, die mir irgendwas verkaufen wollten. Dazu habe ich Post bekommen, dass ich irgendwelche Rechnungen bezahlen müsste, von irgendwelchen Abos, die ich angeblich abgeschlossen hätte. Habe ich natürlich nicht, aber als 18-Jähriger, wenn du nicht weißt, was habe ich da getan, habe ich irgendwas vielleicht doch zugestimmt, kickt natürlich erstmal die Panik gut rein und ich glaube, der ein oder andere denkt sich dann, oh, okay, hier ist eine Rechnung, die bezahle ich mal lieber. Weil die Rechnungen waren nie hoch, das waren irgendwie so 20, 30 Euro so. Aber jeden Monat 20, 30 Euro zahlen, ist dann auf Dauer auch eine gute, gewaltige Summe. Falls ihr so ein Scam bekommt, niemals was bezahlen. Einfach ignorieren, die Nummern blocken, niemals was bezahlen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Weil gerichtlich könnt ihr euch nichts. Wenn die sagen, ja, wir schleifen dich vor Gericht, dann sagst du, ja, du betreibst eine Scam-Seite. Also wirklich niemals was bezahlen, ganz, ganz wichtig. Aber das Formular geht ja noch weiter. Ich werde dann angerufen. TJ, bring einen Pro-Controller mit. Ja, mach ich. Ich nehme gerade noch ein Video auf. Ich bin aber gleich da. Liebe Grüße. Perfekt. Gut, das war Rezo. Okay, ja, das Formular geht noch weiter. Darauf wollten die übrigens noch wissen, ob ich rauche, ob ich eine Unfallversicherung will. Dann wollten die noch, dass ich irgendwo Strom spare, irgendwas mit Sterbegeld dazu noch. Und irgendeine Dinner for Cat-Seite wollte wissen, ob sie mich anrufen dürfen. Übrigens, falls ihr bis hierhin richtig ausgefüllt haben solltet, auch mit euren echten Daten so, seid ihr leider schon zu tief im Scam drin und ihr bekommt Safe-Post und ihr werdet safe angerufen von irgendwelchen Keks. Ach übrigens, meine Spam-E-Mail-Adresse. Ich habe sehr viel lustige Werbung bekommen, kann ich euch mal sagen. Also, meine ganze E-Mail-Adresse ist voll. Ist zum Glück nur meine Spam-E-Mail-Adresse, aber ich habe, glaube ich, 40, 50 E-Mails bekommen, nachdem ich hineingetragen habe. Und genauso wird es auch sein mit Anrufen und mit Post. Aber der Scam ist ja noch nicht vorbei. Weil jetzt kommen wir nämlich zu einem weiteren Scam. Im Scam drin. Ein Scamception quasi. Weil anstatt dass sie jetzt sagen, jo, wir haben halt deine Daten, wir haben deine Handynummer etc. Wir terrorisieren dich jetzt mit Post, mit E-Mails und mit Anrufen. Dachte die Firma sich, nee, wir sind nochmal nett und geben dir jetzt noch ein Geschenk. Dafür, dass du so nett warst und uns deine Daten gegeben hast. Geben wir dir ein ganz nettes Geschenk. Und bei Geschenken bin ich dabei, ne? Ich fand die Autozeitung nett, deswegen habe ich da mal drauf geklickt. Und dachte, ja, die schicken mir die jetzt bestimmt zu, ne? Dann sollte ich halt meine Daten eingetragen und dann stand da plötzlich, oh, jetzt kaufen. Hä, ich dachte, das ist ein Geschenk. Warum soll ich denn auf jetzt kaufen klicken? Und ich wollte natürlich nichts kaufen, deswegen bin ich auf zurückgegangen. Und dann stand da plötzlich, ich sollte meine IBAN eintragen. Hä, ich dachte, ich kriege hier was geschenkt. Warum soll ich denn meine IBAN da eintragen? Und bitte, tragt niemals eure verdammte IBAN da ein. Ich weiß selber nicht, was da passiert. Aber ganz, ganz böse. Ganz, ganz viel Stress, ganz, ganz viel böse. Macht das niemals. Ist natürlich alles big, 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 big Scam. Aber warum zeige ich euch das jetzt hier alles? Naja, weil diese Werbung wurde mir in den letzten Tagen wirklich dutzendfach vorgeschlagen. Und ich glaube nicht nur mir, sondern auch ganz, ganz vielen von euch. Und ich falle heutzutage nicht mehr drauf rein. Aber vor 6 Jahren, mein 18-jähriges Ich, dachte ich so, oh, irgendwas wollte ich damals auch gratis bekommen. Ich trage dann mal meine Daten ein, weil ich kaufe ja nichts. Ich trage ja nur meine Daten ein. Ja, und dann wurde ich ein bisschen terrorisiert. Und ich habe ganz gut Panik gekickt damals, das kann ich euch sagen, weil ich dachte so, fuck, nicht, dass ich jetzt irgendwie hunderte Euro oder tausende Euro zahlen muss, weil ich auf irgendeinen Scam reingefallen bin. Und mir war es damals vor allem auch peinlich, darüber zu reden, so, weil ich dachte, fuck, ich kann doch nicht der Type of Guy sein, der auf so einen Scam reingefallen ist. Und war halt wirklich kurz davor, irgendwas zu bezahlen, habe ich zum Glück nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann in der Panik sagen, nee, ich bezahle den Bums jetzt einfach hier, weil dann ist es ja vom Tisch. Und somit machen die Hurensohn halt Geld. Und was ich mich halt auch frage ist, wieso darf so eine Werbung überhaupt auf YouTube angezeigt werden? Also for real, das ist halt ein großer Scam. Und es wird ja auch 12-Jährigen und sowas wahrscheinlich angezeigt. Und wenn die halt irgendwie einen Monsterkühlschrank wollen, tragen die halt die Daten von der Mom ein oder sowas, gehen kurz ans Portemonnaie und haben so ganz groß Kacke. Weil ein 12-Jähriger, I don't know, ob der so reflektiert ist oder das checkt, dass das Scam ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, viele checken es leider nicht wahrscheinlich. Übrigens, Red Bull hat auf Twitter geschrieben, dass sie davon auch schon mitbekommen haben und auch schon dagegen vorgehen gerade. Auf jeden Fall, passt auf, wo ihr eure Daten eintragt, weil das Internet kann auch leider gefährlich sein. Apropos gefährlich, bei Monte wurde letztens eingebrochen und laut Monte wurden bei ihm Sammlerspiele im Wert von bis zu 70.000 Euro Einkaufspreis geklaut. Die News ist jetzt nicht ganz neu, ich weiß, aber es gibt neue Sachen im Fall Monte. Und zwar hat Monte jetzt ein paar Bilder auf Instagram vom Einbrecher gepostet. Also einerseits sieht man halt sein Gesicht, also so gut man es halt sehen kann, mit Maskierung halt. Und andererseits sieht man halt das Auto, mit dem der Einbrecher weggefahren ist. Dazu hat Monte noch ein Kopfgeld/Belohnungsgeld von 20.000 Euro auf den Einbrecher gesetzt, falls jemand den finalen Tipp geben sollte, um halt den Einbrecher zu fassen. Also, wenn ihr irgendwie einen Hinweis habt und der Einbrecher dadurch gefasst wird, bekommt ihr easy 20.000, deswegen, falls ihr was habt, geht zu Onkel Monte. Apropos Monte, ich habe ja letzte Episode darüber geredet, dass jemand ein Wahlplakat für Montana Black aufgehangen hat. Man hat sich den Scherz erlaubt, ein Wahlplakat für Montana Black zu designen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass die ganze Aktion vom lieben Dave war. Was soll ich dazu sagen, Digga, was ist das? Oha! Digga, das sieht richtig gut aus. Und Dave hat nicht nur ein Plakat für Monte designt,
sondern auch für Papa Platte, Jesus und auch für Revi. Finde ich auf jeden Fall eine mies funny Aktion, wirklich. Auch die Idee ist wirklich grandios, eine Real Talk 10 out of 10. Gönnt euch for real das Video von Dave, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also auch Dave, die Idee habe ich auch schon privat geschrieben. Fand ich wirklich, wirklich gut. Aber kommen wir mal wieder zu Top 3 Clips der Woche. Letzte Woche habt ihr vom Instagram über diese drei Banger hier abgestimmt. Justus, danke dir für 10 Gegiftete. Schmutz. Und die hat gesagt, die will unbedingt mal einen Biertornado entzünden. Ich schaff das, Leute, wirklich. Geh langsam hoch, langsam. Das Wissen darum, dass das sogar viele immer so gesehen haben, die nie SPD gewählt haben. Also das haben sie nie vergessen, all die Jahre. Jetzt vergessen, so im Gegensatz zu den Treffen mit den Cum-Ex-Bankern. Und gewonnen hat, ist heute ein bisschen viel über ihn, aber egal. Monte, / den Clip, den Sascha erstellt hat. Congrats, my boys. So, aber jetzt könnt ihr wieder über diese drei Banger-Clips hier auf meinem Instagram abstimmen. Deswegen, erster Link, Videobeschreibung ist mein Instagram verlinkt. Geht darüber, folgt auch rein, dann bekommt ihr eh auch immer meine Top-Stories mit. Realtalk geht drüber, stimmt ab über den Clip der Woche. Dazu auch danke für die ganzen Subs hier auf meinem Kanal, Poggers. Dave hat im letzten Video gesagt, dass er versucht, noch dieses Jahr die 500.000 Abonnenten zu erreichen. Krasses Ziel, Dave. Aber falls ihr Bock habt, schaffen wir dieses Jahr noch die 400.000 Abonnenten. Noch gute 3 Monate. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinzahlen würdet. For real, fände ich nice. 400.000 noch dieses Jahr. Ist es drin? Ich weiß es nicht. Und dazu auch danke für die ganzen Likes. Aber die Abmod macht jetzt die Olympionikin Alicia Schmidt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.